Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Montag, der 15. Juni 2020, und ich habe, wie einige Freunde auf Facebook von mir bereits wissen, die Zeit des Coronavirus-bedingten Lockdowns dazu genutzt, etwas Ordnung in das Chaos meines Werkkataloges zu bringen und viele Dinge online verfügbar zu machen, teilweise auf Bezahlbasis, aber zum überwiegenden Teil auf Basis der Möglichkeit, meine Werke kostenlos herunterzuladen. Nun gibt es von mir allerdings nicht nur musikalische Kompositionen, sondern auch eine ganze Reihe von Büchern, von denen bislang nur eines veröffentlicht wurde. Viele Artikel von mir sind in anderen Büchern, zum Beispiel beim Hintergrundverlag, veröffentlicht worden. Aber jetzt ein komplettes Buch ist bislang von mir nur eines veröffentlicht worden, das über Alexander Skrjabin, was 1987 geschrieben worden ist und 2002/3 veröffentlicht worden ist. Von den anderen Büchern ist geplant, dass ich sie jetzt als E-Book herausbringe. Allerdings bis dahin möchte ich schon einmal einige Kapitel aus diesen Büchern vorlesen, sodass Sie als geneigter, möglicherweise zukünftiger Leser sich schon einmal ein Bild über die dort behandelten Themen machen können. Das Thema Politik spielt in meinem Leben bekanntlich seit einiger Zeit eine größere Rolle, was mir viel Kritik eingebracht hat, aber auch einiges an Zustimmung. Aber letztlich betrachte ich mich natürlich vor allem als Künstler, als Komponist und Pianist. Und insofern steht bei mir natürlich die Musik und die Kultur immer wieder im allerersten Zentrum jeglichen Interesses und wird auch immer wieder natürlich vordringlich von mir behandelt werden, wo immer das möglich ist und wo nicht die Tagesaktualität von manchen Ereignissen etwas anderes erzwingt. Eines meiner Bücher zum Kulturbereich, was nicht veröffentlicht ist, ist das kleine Bändchen mit dem Titel Die andere Moderne. Wer meine musikalische und organisatorische Arbeit kennt, weiß, dass es auch einen Zyklus gegeben hat zu diesem Thema, ich glaube im Jahr 2013 oder 14. Und Die andere Moderne hingegen ist ein Anliegen, was mir schon seit geraumer Zeit musikalisch und kompositorisch am Herzen liegt, welches allerdings nicht nur die Musik der heutigen Zeit betrifft, sondern auch durchaus einen kritischen Umgang mit Komponisten vergangener Zeiten mit einschließt. Ich möchte jetzt heute zunächst das Kapitel zu Johannes Brahms vorlesen und im nächsten Video dann das zu Anton Bruckner. Die Überschrift für die Behandlung dieser beiden Komponisten im gleichen Kapitel heißt In bester Gesellschaft, musikalische Neurosenverarbeitung bei Brahms und Bruckner. Wir hören jetzt das Kapitel über Johannes Brahms. Titel: Richtig, also gut. Brahms, eine persönliche Annäherung. Es gibt Komponisten, denen ich gerne aus dem Weg gehe. Das heißt, weder spiele ich etwas von ihnen auf dem Klavier, noch höre ich mir, wenn es sich vermeiden lässt, deren Musik überhaupt an. Bei Johannes Brahms liegt das vordergründig zunächst einmal an den schwer erträglichen körperlichen Reaktionen, die es in mir hervorruft, mich seiner Musik auszusetzen und denen ich gerne aus dem Weg gehe. Ich bekomme Kloßgefühle im Hals und ein Gefühl der Erstarrung, als ob sich mein ganzer Körper mit einer Hornhaut oder einer Schuppenflechte überzöge. Manchmal gesellt sich Atemnot und ein ungutes Gefühl in der Magengegend hinzu. Grund genug für mich zu versuchen, einmal ein paar Anhaltspunkte im Wesen dieser Musik dingfest zu machen, die für diese Art der Konfrontation verantwortlich zeichnen könnten. Ich glaube, das Grässliche ist das Gerühmte. Es stimmt jeder Ton. Jeder einzelne Ton kann sich nach vier oder fünf Richtungen hinausweisen und sagen, schönen guten Tag, ich bin da und ich habe auch das und das und deswegen das Recht, hier und genau hier zu stehen. Man kann mich nicht einfach wegnehmen.
Dies alles allein wäre noch nicht schlimm, denn das Gleiche zeichnet wohl auch jede Fuge von Bach aus. Das Schlimme bei Brahms ist nur, er muss eine entsetzliche Angst gehabt haben, es könne anders sein. Angst, irgendeine Konfiguration könne, herausgegriffen, genauerer Betrachtung nicht standhalten. Auf diese Weise wird, was bei seinem Vorgänger unwillkürlich und organisch sich ergab, bei Brahms zu Krampf und Zwang. Dieses Gefühl, dass etwas frei fließt und sich einfach so von selbst ergibt, Brahms kennt es nicht. Er beneidet bekanntlich Dvorak um die, Zitat, Abfälle in seinen Kompositionen, aus denen man ganze Symphonien machen könnte, Zitat Ende. Und Johann Strauss um die Natürlichkeit der Erfindung und die unverbaute Intuition. Nächste Zwischenüberschrift: Künstliche Bewegtheit. Brahms hatte sie nicht, und ich erlaube mir daher, seine Werke aufzufassen als hörbaren Niederschlag der Studien eines Dr. Frankenstein, mit denen jener versucht, das, was er anderswo als Organisches und Lebendiges beobachtet, bei sich zu Hause künstlich nachzuzeichnen und dem möglichst nahe zu kommen. Zu Brahms Kompositionen sehe ich den Homunculus vor mir, wie er nicht wirklich lebt, wie er aber mit enormem, fast übermenschlichen Aufwand in eine künstliche Bewegtheit versetzt wird, die beinahe die Phänomenologie des tatsächlich Lebendigen erreicht. Nicht nur erregt die Angst vor dem Fehltritt, Krampf, Zwang und unter Riesenaufwand erwirkte Künstlichkeit, sondern sie macht, und das ist wohl fast noch schlimmer, selbst die verwertbaren Ansätze zunichte. Im Publikum konnte ich das an den Reaktionen auf die Aufführung der vierhändigen Walzer kürzlich gut festmachen. Energiebeladen und mit Schwung begannen die Kompositionen fast zum Mitsingen. Aber nein, so einfach darf man es sich denn nun doch nicht machen. Ein paar Hemiolen müssen hin, ein paar Verschachtelungen, noch ein paar thematische Bezüge mehr, vielleicht eine kleine Spiegelung. Mit einem frischen Jaha-Gefühl ging man ins Stück. Und mit einem verklebten, sich zusammenziehenden, naja, verließ man es wieder. Was blieb, war kein Gefühl, sondern eher die Gewissheit. Ganz gut gemacht. Ja, kann man nichts dagegen sagen. Zu spüren ist außerdem der fehlende Ausbruch bei Brahms und gleichzeitig sein qualvoller Versuch, es möge ihm doch möglich sein. Er schafft es nie, in Anführungsstrichen, die Sau rauszulassen. Krampfhaft versuchte Steigerungen frieren bereits im Ansatz fest und triebhafte Höhepunkte gibt es schon gar nicht. Dabei ist die Unterdrückung seines Triebes ständig spürbar. Und die Gitter, mit denen sich Brahms im Zaum hält, werden wiederum als seine Vorzüge gepriesen. Es ist die prägnante Gestalt, die er allen Konfigurationen verleiht und denen darum, genau wie den einzelnen Tönen, etwas Unverwechselbares anhaftet. Man wertet es als sein Verdienst, dass diese Variation zur Abstraktion nicht äußerlich auf die Musik aufgestülpt wird, sondern gleichsam von innen sie damit entwickelnd ihr Wesen ausmacht. Brahms hat sein unentrinnbares Gefängnis gut gebaut und es ist beinahe schön.